Guten Abend, mein Name ist Burkhard von Hof und ich darf nochmal aus meinem Buch, meinem aktuellen Buch, am Ende vorlesen. Das ist sehr, sehr autobiografisch. Und mein Name darin ist Thomas Blochknaap. Und ich möchte mit dem Ausschnitt heute mal ein bisschen erklären, warum ich mich oft vorstelle, auch als der faulste Sozialarbeiter Deutschlands. Das hat also nichts mit mangelnder Motivation oder so zu tun, wie kürzlich jemand vermutet hat, sondern mit ganz anderen Dingen. Und ich habe ja den Anfang und das Ende von dem Kapitel mal heute mitgebracht. Und das Kapitel heißt Rausgebosst, der faulste Sozialarbeiter Deutschlands. Thomas Blochknaap war am Ende. Er wusste es nur noch nicht. Es war Montag, der 17.11.2014, 9 Uhr vormittags. Zu diesem Zeitpunkt wurde ihm ein Teil seiner Ehre dauerhaft genommen. Ehre, das war ein altertümlicher Begriff und auch einer, der heutzutage oft mit unguten Dingen in Verbindung gebracht wird. Ehre bedeutet aber ursprünglich schlicht Achtungswürdigkeit oder verdienter Achtungsanspruch. Er wurde ohne jene Vorwarnung von seinem Arbeitgeber freigestellt unter Fortzahlung der Bezüge. Ausführender dieses Aktes war der Fachbereichsleiter Personal, Herr Peer Schmidt. Letztlich war dieser kein gewöhnlicher Fachbereichsleiter. Anders als in allen anderen Dezernaten stand keine Dezernatsleitung über ihm. Beziehungsweise war diese identisch mit der Oberbürgermeisterin, Frau Ella Feste, CDU. Dies wechselte dann aber später zu Frau Dr. Ulla Ruckstein, SPD. Thomas hatte nie eine sogenannte scharfe Missbilligung oder gar eine Abmahnung erhalten. Er war arbeitsfähig, arbeitswillig und breit qualifiziert, verfügte über Erfahrungen in mehreren Arbeitsbereichen und hatte immer wieder auch Zusatzaufgaben übernommen. Und vor internen und externen Fortbildungen drückte er sich ebenfalls nicht, im Gegenteil. Neben einigen unfreundlichen Worten und der gezischten Bemerkung, wenn irgend möglich, werde man ihn kündigen, erhielt er diese Freistellung auch schriftlich ausgehändigt. Sie war sehr kurz gefasst und über die Gründe wurden in dem Schriftstück keinerlei Angaben gemacht. Das beschränkte Thomas Möglichkeiten, sich zu wehren, ungemein. Das war ihm sofort klar. Er war aus Überzeugung Sozialarbeiter und er war ebenso von der Maxime gute Arbeit für gutes Geld überzeugt. Nun aber hatte man ihn zum faulsten Sozialarbeiter Deutschlands gemacht. Er schämte sich vor seinen überlasteten Kolleginnen, vor allen steuerzahlenden Menschen und auch vor sich selbst. In dieser Zustand dauerte dann einige Jahre an, es gab einige kurze
und wie ich finde, etwas seltsame Erprobungsversuche. Und am Ende vom Kapitel heißt es dann noch: Von seinem Arbeitgeber hörte Thomas Blochknab zunehmend weniger. Er hätte frühzeitig in Rente gehen können. Und tatsächlich war er zweimal aufgefordert worden, dies noch zu tun. Er sah jedoch darin keine Vorteile für sich und lehnte dies ab. Richtig, er bekam sein Geld für nichts. Aber dafür konnte er nichts. Er war qualifiziert, erfahren, willig und arbeitsfähig. Frühzeitig auszuscheiden, hätte nicht nur die Rentenhöhe gemindert, sein Gehalt wäre nicht mehr gezahlt worden. Dieses aber konnte er für kreative und soziale Zwecke einsetzen. Und ganz tief drin hatte er auch immer noch die irrationale Hoffnung, eines Tages rehabilitiert zu werden. Der Mensch erträumt, solange er lebt. Selbst als so manche in der Verwaltung unter den Corona-Verhältnissen litten, versuchte man nicht, auf ihn zurückzugreifen. Er hatte aus erster Hand erfahren, dass MitarbeiterInnen sich durchaus regelrecht genötigt fühlten, zeitweise in andere Bereiche zu wechseln, die verschiedenen Aspekten der Corona-Bekämpfung dienten. Ob sie das selbst wollten und ob sie gesundheitlich überhaupt dazu in der Lage waren, schien dabei nicht wirklich interessant zu sein. Traurig. Jemand hatte einmal versucht, Thomas zu trösten, mit der Formulierung, er sei halt ein vollfinanzierter Aktivist. Das half, aber nur ein wenig. Er war kein Mathematiker und kein Lohnbuchhalter. Überschlägig konnte er den Schaden aber einschätzen. Berechnete er seinen Durchschnittslohn netto für 8 Jahre, kam er auf etwa 288.000 Euro. Brutto kostete er aber mehr. Nahm man da nur 20% an, kamen insgesamt gut 345.000 Euro zusammen. Nahm man weiterhin an, dass es in jeder der 80 deutschen Großstädte auch nur einen Fall gab, der ihm gleich oder ähnlich war, ergab sich eine doch nicht beachtliche Summe. 27,6 Millionen Euro, um genau zu sein. Und dafür muss eine alte Frau bekannterweise ja nun doch ziemlich lange stricken. Vielen Dank.